Shalom Aleichem. Es gibt Pachad Balaila, Angst bei Nacht. Am Tag ist die Midat HaChesed, die Güte und Barmherzigkeit von Hashem präsent in dieser Welt. Bei Nacht, es ist Dunkelheit, es ist ein Vorhang, es ist Recht und Gerechtigkeit. Bei Nacht kommen viele Ganoven und Shindaled und Masikim und verschiedene schädigen Sachen bei Nacht. Es gibt ein Kapitel in Tehillim, Kapitel 91. Kapitel 91 sagt man bei Nacht, vor dem Schlafengehen, sagt man beim Schabbesausgang, beim Gebet, kurz vor dem, das beginnt die Woche, und ja, sagt man auch dreimal bei einer Beerdigung, bei einer Bestattung, Levaye, dreimal, wenn man jemanden begleitet zu seinem letzten Weg. In diesem Kapitel 91, das ist sehr gut für Menschen, die haben Angst vor Nacht, vor Dämonen, von Pandemie, von Minen, von Fallen, von ungewöhnlichen Kräften, die gibt es in dieser Welt und die Menschen behaupten subjektiv oder objektiv, die da sind. Steht geschrieben in den Schriften, das Kapitel 91 ist sehr gut für Agras, Basmachlas und ihre Thron. Es ist eine negative Kräfte gegen die Nachtangst, gegen die Angst von dem toten Engel, gegen Einsamkeit und Schreck, die Nacht, wo man nicht weiß, was kommt. Midrash Shocher Tov sagt etwas Unglaubliches, ist so relevant und so aktuell. Er sagt, man hat Angst von Lavlarim. Lavlarim in die moderne Zeit, bedeutet Zeitungs, Journalisten oder heute Internet, Shaming, Mordruf, schlechter Ruf. Menschen haben Angst von heute auf morgen ganz schnell in eine negative, dunkle, nächtigen sich zu zeigen, was passieren kann. Bei Nacht gibt es keine Sonne. Steht sogar geschrieben in Pirkei Avot, soll ein Mensch nicht bei Nacht spazieren gehen. Wenn einer schläft in Friedhof bei Nacht, er wird genannt offiziell nach die Halacha, Meshuga, Chole Nefesh, krank. Die Vorstellungskraft hat große Macht in der Nacht. Wenn einer lernt Tora bei Nacht, da braucht er keine Angst zu haben. Sogar steht das geschrieben, und das werden wir lernen, so Gott will, morgen in die Gebete über Angst, steht geschrieben, das Bett von König Schlomo, 60 Leute sind drum um sein Bett, um ihn zu schützen, Mipachat Baleilot, vom Angst in der Nacht. Also Nacht ist schon eine Angst, es gibt viele Menschen, inklusive ich, die ein bisschen Angst haben bei Nacht in voller Dunkelheit. Ich schäme mich nicht zu sagen, mein gottselige Mutter hat immer gesagt, bei Nacht soll kleine Licht soll irgendwo brennen. Und seitdem, wenn ich bin alleine, gut, wenn jemand ist noch da, ist nicht so schlimm, aber ganz alleine mag ich auch ein bisschen Licht im Zimmer. Und Menschen schämen sich, darüber zu reden oder zu unterhalten. Aber dieses Thema Pachad, Angst, ist sehr wichtig, darüber zu reden. Der Rebbe Rabbi Nathan von Schidlovza, einmal sein Enkelkind war bei ihm zu Hause als Gast. Und in Mitternacht kam er zu der Opa und sagt, seh der Opa, ich habe Angst alleine im Zimmer. Von was hast du Angst, mein Lieber? Von der Nacht? Sagt er, ja. Sagt er, gut, die Nacht hat auch geschafft, Hashem. Und soll man von ihm Angst haben, komm, schlaf mit mir zusammen in der Nacht. Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld hat einmal gehabt einen Gast am Pesach-Nacht bis ganz spät in der Nacht und er hat gesehen, dass der Gast hat Angst rauszugehen alleine. Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, der Tzaddik, hat gesagt, komm, wir gehen ein bisschen zum frischen Luft, ich begleite dir ein Stück. Es war ein großer Erzieher und ein großer Rabbi, Rabbi Shlomo Volve, Zecher Tzadik Livroche. Er hat gesagt, dass ein Mensch muss sich trainieren von Zeit zu Zeit, alleine spazieren bei Nacht, wo es nicht gefährlich natürlich. Damit soll der Mensch mit sich selbst konfrontieren. Und wenn einer hatte Angst, hat er gesagt, von wem? Von Ganoven, von Katzen, von Hunden, von Raubvogeln. Du hast Angst von dir selbst. Musst du ein bisschen trainieren, zu beseitigen dem Angst von der Dunkelheit. Letzte praktische Sache.
Wenn Kinder haben Angst von der Nacht, von der Dunkelheit, soll man sagen, dass Hashem passt auf uns, dass es gibt im Zimmer eine Mezuzah, soll man dienen, denen vielleicht so eine kleine Lampe legen in dem Zimmer und nicht unterschätzen diesen Angst. Man braucht das nicht zu beseitigen, man braucht das erklären und zu überwinden. Wenn du bist kräftig und du hast keine Angst, es hat noch nicht, dass die Menschen rum dir sind auch so stark. Gestern hat eine geschrieben, dass ihre Mama hat gesagt, du brauchst vor nichts Angst haben. Gut, wenn eine ist Baal Shem Tov oder berühmte Leute, sie haben Möglichkeit, sowas zu sagen, aber wir kleine Menschen haben doch Angst. Wenn Sie, liebe Zuschauer, auch Ängste haben, schäme nicht. Ganz normal, ganz legitim. So Gott will, am Sonntag, am 3.7. um 11 Uhr, wir treffen uns alle ohne Ausnahme zu einer großen Show live mit mir, mit euch, mit Essen. Hier in Frankfurt, wann und wo, sage ich euch noch Bescheid mit Gottes Hilfe. Wir warten auf Antwort auf alle Möglichkeiten. Und natürlich, ich freue mich riesig auf diese Zeit. Amen. Bruchim Abayim. Ciao, ciao.